Warum kommen so schöne Uhren aus Glashütte? Woher kommt dieser Mix aus Handwerk und Kunst? Auch nach 13 Jahren stelle ich mir die Frage immer wieder. Und beim Handwerk bin ich ein ganzes Stück weiter. Bei der Kunst habe ich noch offene Fragen. Und heute freue ich mich, hier anzukommen, wo es wirklich alles begonnen hat, im Grünen Gewölbe. Und da ich da nicht kompetent bin, habe ich Frau Professor Dr. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und ich bin so froh, dass Sie mir alles erklären können, was ich wahrscheinlich bisher noch nicht wusste. Ja, das Grüne Gewölbe hat ja seinen Ursprung in der Kunstkammer. Die ist jetzt 500 Jahre alt und wurde vom Kurfürsten eingerichtet. Das war schon unglaublich prächtig, aber es hatte noch nicht diese Öffentlichkeit. August der Starke hat es dann genau vor 300 Jahren, 1723, in einem richtigen Prozess von 6 Jahren umgebaut und eben schon eine wirklich internationale Öffentlichkeit herbeigeführt. Ja. Genau hier. Genau hier. Ja. Und es war ihm wichtig, wirklich auf Augenhöhe mitzuhalten, zu repräsentieren. Aber auf der anderen Seite war er ein leidenschaftlicher Sammler und Kunstkenner. Und er hat zum Beispiel die Juwelengarnituren nicht nur nach den Steinen gesammelt, sondern auch nach den historischen Schliffarten. Das ist ein Vorläufer von einem Museum. Absolut, dann. Es ist eines der frühesten öffentlichen Museen. Ferdinand Adolf Lange hatte eine enge Beziehung zu Dresden, ist ja nicht weit von hier auch ausgebildet worden. Glauben Sie, der war auch hier? Ich bin mir ziemlich sicher. Weil es war so berühmt, es gab einen richtigen Tourismus, kam über Leipzig, wurden mit Kutschen hierher gefahren. Toll, toll. Und hier stehen wir vor was ganz Besonderem für Kunst und Handwerk. Ich glaube, ohne das eine oder das andere würde man sowas Schönes wie den Obelisken wohl nicht hinkriegen. Absolut, also das ist der sogenannte Obeliscus Augustalis und ist von dem berühmten Dinglinger angefertigt worden. Und der war schon 1722 hier, also bevor dann man ein Jahr später angefangen hat, drumherum das Grüne Gewölbe zu errichten. Ach, der war hin, bevor es überhaupt alle hat, das wusste ich ja. Und das ist sozusagen der Angelpunkt eigentlich, das Herzstück. Er braucht auch diese Verspiegelung, damit man ihn ganz plastisch auch sehen kann. Und Sie sehen, was für wunderbare, reichhaltige Materialien drin sind. Also nicht nur Edelsteine, Röttgersteinzeug und Marmor und Jaspis und Gold und Silber und alles natürlich durch die verschiedenen kunsthandwerklichen Techniken raffiniert verarbeitet. Wäre meine nächste Frage gewesen. Mich würde ja unglaublich interessieren, wie viele unterschiedliche Meister ihres Fachs es gebraucht hat, um sowas überhaupt herzustellen. Es kann ja gar nicht nur ein Goldschmied gewesen sein, sondern das muss man ja ähnlich wie in unserer Manufaktur aus ganz vielen Sachen zusammentragen, damit sowas letztendlich entsteht. Und dann sieht man natürlich auch diese Bezugnahme zum Lokalen, zum Ort. Denn natürlich beziehen sich diese Materialien und die Gesteine auf den Reichtum aus dem erzgebirgischen Bergbau. Und gleichzeitig will man zeigen, dass Sachsen eben weltweit offen ist. Also Sie sehen Ägyptisches, die Sphinxen, ja, auf Ägypten. Und man könnte vielleicht zum heutigen Punkt nochmal sagen, dass Versailles hat nicht mehr die Software, sondern nur noch die Hardware, also das Gebäude. Ja. Und wir hier haben die Software, aber nicht mehr die Hardware, weil es ja in vielen Teilen das Schloss auch zerstört worden ist im Krieg. Aber die Sammlungen sind eben erhalten geblieben. Ja, Frau Ackermann, jetzt ist mir klar, warum es Grüne Gewölbe. Grüne Gewölbe heißt, hier ist alles weiß. Ja, das stimmt. Ja, aber es war tatsächlich ursprünglich grün. Das war grün? Ja, kupfergrün, alles war grün gestrichen. Daher kommt der Name Grünes Gewölbe. Wobei das eigentlich ursprünglich auch die geheime Verwahrung genannt wurde. Also darin spiegelt sich, dass es ja wirklich auch eine Schatzkammer war. Übrigens eine Schatzkammer, die auch lebendig war. Also man hat immer was rausgenommen und wieder was hinzugefügt. Also über die Jahrhunderte ist auch manches dann nicht mehr zurückgekommen. Also ist wirklich eine sehr lebendige Geschichte. Man sieht natürlich hier, was für Kostbarkeiten für die Kunstkammer im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen ist. Also man hat hier die Herrscherporträts seiner Vorfahren und damit will er eigentlich zum Ausdruck bringen, die Kunstkammer hat eine jahrhundertelange Geschichte. Also das Sammeln ist vererbt worden. Das Sammeln ist vererbt worden. Alle haben eigentlich daran teilgehabt. Das ist faszinierend. Ich meine, für uns heute, wir haben alle schon mal einen Strauß gesehen. Ja. Und auch einen Nautilus schon mal gesehen. Aber man muss ja immer in dem Kontext sehen, wann das angeschafft worden ist. Ja. Da waren das Weltreisen im wahrsten Sinne des Wortes, um überhaupt in die Länder zu kommen, aus denen sowas original herstammt. Es ist auch natürlich ein Beispiel für die überbordene Kreativität. Jetzt
Finde ich ja super interessant, dass offensichtlich Generationen der Sammelleidenschaft verfallen sind. Und trotzdem wirkt es ja alles sehr homogen. Gab es sowas wie das überlagernde Thema? Gab es was, den Common Nominator? Gab es irgendwas, was diese Generationen verbunden hat und was man hier schön in den Sammlungen, egal in welcher Epoche es angeschafft worden ist, wiederfinden kann? Ich würde sagen, das Staunen. Ist ja auch eine Funktion von Kunst oder Kunsthandwerk. Dass man staunt über die Qualität der Herstellung, über den Reichtum der Materialfarbigkeit, über die Wunder der Natur und der Kunst. Und gerade August dem Starken war es besonders wichtig, wirklich auch so Rekorde aufzustellen. Also ein Hauptwerk der deutschen Steinschneidekunst, sehen ist wir hier. Ist das hier? Ist das hier. Und also allein diese Technik, wie diese verschiedensten Steine hier bearbeitet werden, werden hier vorgeführt. Und in einem anderen Bild, das ist Emaille-Malerei. Und das ist das damals größt bekannte Bild einer Emaille-Malerei, also ein Marienporträt. Aber eigentlich geht es hier darum, um die diese Hand, Technik ja. auch vor Augen zu führen. Ja. Also ich weiß, wie viel Arbeit es für uns ist, kleine Zifferblätter aus Emaille herzustellen und wie hoch der Ausschuss ist. In der Größe etwas herzustellen, ist schon gewaltig. Ist immer noch. Und es ist völlig unverzeihlich. Also jeder Fehler im Emaille heißt, man fängt von vorne an. Man kann es nicht reparieren. Ja. Das ist wirklich entweder aus einem Guss oder gar nicht. Ja. Also das ist schon beeindruckend in der Größe. Obwohl ich schon so oft hier war, mir war nicht klar, dass das Emaille ist. Ich gebe es zu. Aber ich habe hier auch versprochen, ich lerne heute was. Schön. Ich glaube, das Faszinierende ist auch, dass man so ganz unterschiedliche Materialien hier sieht. Wie kommt das eigentlich? Naja, es war damals schon auch diese große Faszination für die von der Natur hervorgebrachten Materialien. Mhm. Aber daneben gab es auch wirklich viele Materialinnovationen. Und ein wichtiger Treiber war zum Beispiel, dass man Gold herstellen wollte. Da ist zum einen das Porzellan draus entstanden, Böttcher Porzellan, zum anderen aber auch zum Beispiel Rubinglas. Weil man, das ist Gold? Das ist eigentlich Gold. Okay. Also Gold in Glasgestalt. Ja. Ist es nicht wunderschön? Hier hat man einer Glasmasse Gold beigefügt und damit eine wirkliche Materialinnovation geschaffen, weil dadurch dieses rote Glas entstanden ist. Und das ist hier geschehen? Das ist auch hier geschehen. Es ist ja wie mit den Partnerschaften, man muss sie pflegen, aber auch immer wieder erfrischen. Ja, das ist wahr. So ist es hier auch. Also wir dieses Pflegen natürlich auch der Materialien und der Objekte spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also dieses permanent eigentlich gucken, wie kann man die anvertrauten historischen Objekte weitererhalten. Teilweise gibt es natürlich auch Formen von Rekonstruktionen, die wiederum mit Neuerfindungen von Handwerkstechnungen zu tun haben. Das finde ich auch toll. Und dann ist es natürlich aber auch wichtig, zukunftsgerichtet zu sein. Ja. Unterstützt uns ganz viel in unseren Bemühungen. Wir haben so viel gelernt und so viel auch Verlorenes wiedergefunden oder neu entwickelt. Ja. Und ich glaube, ohne dieses breite Wissen, das wir in unserer Region hier haben, wäre das sehr, sehr, sehr schwer möglich gewesen. Ich nehme zwei Sachen mit. Erstens, ich bin schlauer, als ich vor einer Stunde noch war. Und da kann ich mich nur bei Ihnen herzlich bedanken. Ich habe wieder Sachen gelernt. Das ist für mich immer die Definition eines guten Tages. Ich habe was Neues gelernt. Und das Zweite ist, ich bin mir sehr sicher, würde August und seine Vorfahren noch leben. Ich glaube, die wären verdammt gute Kunden von uns. Das kann ich mir auch vorstellen. Vielen Dank. Danke Ihnen.